Ich helfe anderen Departments ebenfalls bei der Arbeit. Ah, das ist ein Ding. Wir haben innerhalb von kürzester Zeit knapp 60. 60 Rollen vorbereitet. Jahre, das unterschätzen viele, das ist inzwischen wirklich historisch, liegt viele, viele Jahre zurück. Wir haben nach den Maßen sozusagen und Bildvorlagen unserer jungen Protagonisten die Dinge zusammengestellt und haben mit einem gewissen Risiko eine gesunde Auswahl mitgebracht und in sehr zeitintensiven, kurzfristigen Anproben für jeden dieser jungen Menschen einen klaren Wiedererkennungswert zu ihrem Spiegelbild in der Jetztzeit herstellen können. Wir haben heute eine Altersmaske gemacht für den Karl. Der hatte ja schon mal eine Szene, da war ja, musste er 20 Jahre jünger sein. Und heute haben wir mit ihm eine Stippeltechnik gemacht. Das heißt, man hat eine bestimmte Latexmasse, die man dann aufbringt, wo die Haut gezogen wird, wird es dann trocken geföhnt und dann zieht sich die Haut zusammen. Wir haben uns Fotos angeschaut von älteren Leuten auch. Wie sind zum Beispiel die Altersflecken, wie sind die Falten? Also man sammelt schon ein bisschen vorher Informationen und ein bisschen Inspiration und schaut natürlich auch, was ist möglich mit dem Schauspieler. So, heute bin ich wohl. Ich hoffe, dass ich mir so alt werde, wie ich jetzt ausschaue. Bei den Wald bin ich noch ganz jung. Lachner, du bist und bleibst der größte Trottel, mit dem ich in meinem ganzen Leben zu tun bekommen habe. Zu tun bekommen müssen wir mit mir. Oh! Lachner! Naja, man muss sagen, es ist auch ein Western eigentlich. Nicht? Und da wird scharf geschossen und da kriegt man auch hin und wieder einen Pfeil am Kopf. Na, sie haben mir einen ordentlichen Batzen Mastix aufs Hirn geklebt und einen Pfeil reingesteckt. So war das. Und es ist wirklich schwierig, das aus den Haaren wieder rauszukriegen. Man lässt einige Federn.